Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hydroneer, der zweiten Season. Wir fangen von null an und bauen uns hier unser wunderbares Bergbau-Imperium auf. Und was gehört zu einem guten Bergbau-Schmiede-Imperiums-Gedönse? Wir brauchen einen Schmiedehammer, damit wir die ersten Schwerter schmieden können. Oder Goldketten, wir haben ja auch schon die ersten Klunker, aber wir haben nichts zum Schleifen für gerade. Einen bringt also noch nichts. Okay. Ja, guck mal an. Haben wir doch den Hammer. Können wir direkt loslegen hier. So, dann rein. Ich hoffe, das war der richtige. Und dann müssen wir mal gucken. Schwert vereinbaren. Axt war 2. Aber wir wollen jetzt erstmal nur mal gucken, was bringt es, wenn wir ein Schwert haben. Versus diesen Barren. Aus 40, was wir für den Barren gekriegt hätten. Ich habe es wirklich vergessen. Wir gucken mal eben nach. 40 hätten wir nur für die... Genau, nee, für das Erz, oder? Genau. Für das Erz hätten wir nur 40 bekommen. Dann haben wir es geschmiedet, also in Barrenform gebracht. Dann sind es 49. Würde ich sagen, kann man machen, lohnt sich. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn wir das jetzt in ein Schwert schmieden, was bringt das? Jetzt eine Runde schlafen gehen, damit ihr auch was sehen könnt. Und all die Lidl-Kombi-Selex. Währenddessen können wir schon mal hier ein bisschen weiter aussortieren. Wir haben hier also nochmal ein bisschen Eisen dazu bekommen. Und Klunker. Da müssten wir auch nochmal eine Kiste machen. So, und dann machen wir einfach Folgendes. Wir nehmen das Ding hier, knallen es auf den Amboss, knallen es daneben, knallen es wieder auf den Amboss. Hammer, Ding, fertig. So, und aus 40 wurden 49. Und aus 49 wurden... Es ist auch faszinierend. Ich glaube, wir sind hier zu Fuß schneller, als wenn wir jetzt erst in das Auto reinspringen, 5-mal wenden, damit wir in die richtige Richtung uns gedreht haben. Und aus den 40 versus 49 versus wurden... 62. Ihr seht also, jeder weitere Verarbeitungsschritt lohnt sich und das sollten wir dann also auch entsprechend beibehalten. So ist es nämlich. Finde auch schön, dass jetzt hier nochmal ein bisschen... Oh, das ist ja wirklich sehr günstig. Okay. Ja, das ist echt als mehr in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Gut. Dann würde ich gerne noch was testen. Und zwar, jetzt haben wir ja... Jetzt können wir uns den 125... Warte mal, was kostet der Schleifstein? Ernsthaft! Es ist... Uck, uck, uck. So, wir haben ja jetzt hier... Nochmal hier das ganze Gedönsrad-Ding. Aber es gab doch auch irgendwas, wo wir Klunker verbinden konnten mit Eisen, ne? Oder have I said wrong in the memory? Ich weiß das wirklich nicht mehr. Gucken wir mal. Also das hier ist Eisen. Dann haben wir hier Gold... Nee. I have that wrong in the memory. Na gut. Das gefällt mir übrigens immer noch nicht. Aber what gives? Los geht's mit Runde 3. Hm?
Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich finde, dass wir dringend einen noch weitere Verlängerung brauchen, damit das nicht passiert, dass ich hier irgendwie Dinge abreiße, während ich das... wir brauchen diesen Hammer brauchen wir dafür, ne? So. Ah, nee. Lass uns einfach mal eine Axt schmieden. Dazu brauchen wir ja noch einen zweiten. Oh, ich finde es so toll, dass er das abgestellt hat, dass man diese Geräusche immer hört, wenn man hier in das Wasser daneben droppt. Ich bin gerade am Grübeln, ob ich jetzt schon noch ein paar Rohre einfach hole, damit es noch einfacher ist. Die Antwort ist ja. Boah, nervt das. So, warte mal. Zack. Oh, endlich wieder Hedonie spielen. Es wird ein Spaß, haben sie gesagt. So, warte mal. So. Ja gerne relativ nah hier am Loch haben. Sowohl mit dem Wasser und dann auch schön, dass man das drunter stellen kann. Ist ja nicht immer so, weißt du? Aber erstmal wollte ich jetzt ein Schwert machen aus zwei Barren. Dazu sammle ich noch mal ein bisschen Eisen ein. Sehr gut. Ist ja noch nicht genug, ne? Aber zwei Barren sind halt zwei Barren, das reicht ja schon. Was kostet denn eigentlich dieser Fixierhammer? Sollten wir vielleicht mal schauen. Schmiedehammer. Ah, mit der Spitzhacke kommt man nochmal so großflächig wegbauen, ne? Irgendwie so war das. Gibt's hier den Fixierhammer nicht? Irritiert mich jetzt aber, ehrlich gesagt. Hätte schon gedacht, dass der hier irgendwo rumsteht. Ist das fertig? So, dann kommt der hier drauf. Oh, Axt. Wo ist der andere? Da. Das ist ein kleiner und ein großer. Das sollte eigentlich egal sein. So, das ist jetzt hergestellt aus zwei Teilen. Also eigentlich ein weiterer Arbeitsschritt. Gucken, ob das auch nochmal mehr Wert bringt. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Oh. Das ist fast leer. Skandal. Um Rosi. Interessant, wie hier diese Pflanzen wachsen und da ist kein Schnee drauf. Und da haben wir 130. Sehr gut. Ich würde mal gerne eben kurz gucken im Dorf, was diese ersten Sortier- und Dingsanlagen kosteten. Das Gen esse paar mehr. So.
325. Man kann sagen, 250 für so ein Förderband-Ding. 350 für den Verteiler. Und was kostet der Fixierhammer? Da. Bauhammer. 42. Ja. Und der erste, die erste Bohrrammengerätmaschine. Kostet 600. Also bis auf 1000 müssten wir wahrscheinlich sparen. Damit wir die ersten Sachen uns leisten. Sollen wir den Hammer mitnehmen? Ja. Sollen wir. Ich habe mal überlegt, brauchen wir da hinten dann noch irgendwas Großes? Aber ich glaube, hier werden wir lieber die nächsten Anschaffungen uns gönnen. Und der Bauhammer ist somit auch offiziell die Antwort auf alles. Jetzt brauche ich nur noch einen richtig schönen Ständer. Und da kann ich auch ordentlich was reintun. Mein lieber Olaf, bist du denn eigentlich noch in den Kommentaren zugegen? Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Wollte einfach mal nachfragen. So. Jedenfalls, das löbt. Aber wollen wir noch eben hier das Gold eben einschmelzen und da mal einen Ring rausmachen. Denn der Ring geht, glaube ich, ohne. Nee, gehen wir den Ring ohne? Ja, der Ring geht ohne. Sehr gut, Gardehul. Du hast das wirklich professionell vorgeführt, wie man das macht. Da können sich so manche Spieler eine Scheibe von abschneiden, von deiner Kompetenz hier. Kommen wir einfach mal einen kleinen Ring. Und dann können wir hier schon mal... Ja, jetzt will ich das aber hier noch nicht festmachen, weil wir hier noch ein paar Rohre brauchen. Eigentlich. Also, was macht der Hammer? Für die, die es noch nicht kennen, ihr haut hier einmal drauf, dann haut ich hier nochmal drauf, legt den Hammer weg und dann... Nichts geht mehr. Alles fest. So, dann machen wir mal den Krach aus. Dann bauen wir mal weiter. Wo ist denn der Schrober? Ach, da hinten. So. Also keine Müdigkeit vorschützen hier. Es muss immer weitergehen. Sehr gut. Zack. Heiß ist es noch. Das heißt, es sollte eigentlich gehen. Wobei das, wenn es aus dem Ofen kommt, sehr schnell kalt wird. Ich habe es mir schon gedacht. Kann man den... Das mal eben so. Hier hätten wir auch den Wert nochmal ermitteln sollen. Aber wir wissen das ja ungefähr. Und schmieden da mal eben unseren ersten kleinen Ring. Das ist aber was ein bisschen komisch, ne? Das ist aber, muss immer passend liegen bleiben. So, das ist nur ein kleiner Ring, ihn zu knechten. Hä? Bei Schmuck weiß ich gar nicht mehr, wo wir den am besten verkauften. Ist auch schon etwas her, dass ich dies spielte, aber ich glaube, hier oben war ein Schmuckverkauf. Nessepa. Ja. Bei den Adeligen sozusagen. Ja, das hat auf jeden Fall schon mal sehr gut geklappt, Gardehul. Da hast du also wirklich dich mit Ruhm bekleckert. Und das? Sieht da jetzt auch nicht so aus wie so ein kleiner Ring, sondern eher aus wie so ein Bolzen, so ein Sägering. Weißt du, wo du Bolzen mit fixierst? Oh Mann. Gucken, ob die Zwerge im Schmuck wollen.
Ich bin mir ziemlich sicher. Ja gut, werden wir jetzt gar nicht los? Das ist ja ärgerlich. Da können wir das Geld mitnehmen. Wenn es hier unten in der Stadt, wenn wir denn hier los wären, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na, guck, 53. Dann würde ich sagen, wir nehmen das Geld hier wieder mit. Und dann war der Weg wenigstens nicht umsonst. Und da können wir nämlich das ganze Rohrleitungssystem mal bauen. Unten schön und das Loch rein, mehrere, da würde ich es auch wirklich so machen, ne? Mehrere Rohre, mehrere Wascheimer und dann immer das Werkzeug nur noch einmal wechseln, dann geht das auf jeden Fall deutlich schneller. Das alles und mehr in der nächsten Folge. Also da haben wir schon mal die erste Folge dann eine richtig schöne Optimierung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, bis dann fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier in deinem Lieblings-Hydroneer-Kanal. Mach's gut und der verwirrte Mann ist falsch abgebogen. Tschüss! Da machen wir hier rein. 265. Ich habe kein Porrohr kaufen.